Das Haus, das ist ja als Schimmelhaus durch die Medien gegangen. War der Fall der Caritas vorher bekannt oder nicht? Nein, der war uns nicht bekannt. Wir haben daraus aus den Medien erfahren. Wir haben dann den Kontakt noch hergestellt mit der H&Ms, mit der Verwaltung. Und weil wir haben intern einfach geschaut, ob wir irgendwie dieser Familie helfen können, ob wir alternative Unterkunft anbieten können. Wir sind aber selber nicht fündig geworden, sodass wir der Familie nichts anderes, also für der Caritas, das kein Angebot machen konnten. Aber wir haben uns einfach bemüht, der Gemeinde auch zu unterstützen. Und das haben wir versucht, ein Angebot zu machen, aber wir konnten leider keines, weil wir selber keine Wohnung zur Verfügung haben für diese Familie. Gibt es jetzt Ihres Wissens nach noch weitere Familien, die in einer ähnlichen Lage sind, die Asyl bekommen haben und jetzt in einer Wohnsituation wie dieser leben in Vorarlberg? Also so ein Fall, wo die Wohnung wirklich gesundheitsgefährdend vom Schimmel befallen ist mir nicht bekannt. Wobei eins dazu sagen muss, wir von der Flüchtlingshilfe bezahlen natürlich diese Flüchtlinge nicht mehr, wenn sie eine Wohnung gefunden haben. Das hat eine andere Organisation, die Kaplan Bonetti, sowas, oder auch die Caritas Beratung Existenz im Wohnen. Deshalb kann ich da gar nicht so viel zu sagen. Aber so ein krasser Fall ist mir bis jetzt nicht untergekommen. Okay, vielleicht eine letzte Frage noch. Die Caritas Flüchtlingshilfe. Wie läuft es ab, wenn normalerweise eine Familie von Flüchtlingen nach Vorarlberg kommt? Wird da die Flüchtlingshilfe gleich eingeschalten und hilft dann auch weiter? Oder wie kann man Ja, sich das wir müssen vorstellen? Menschen, die zu uns geflohen sind, die sind zunächst im Asylverfahren. Das Asylverfahren kann ein paar Monate dauern oder einige Jahre dauern. Während dieser Zeit werden sie von der Flüchtlingshilfe untergebracht. Das heißt, wir haben ungefähr derzeit nach 100 Unterkünfte und da können sie in einer von der Caritas angemieteten Unterkunft wohnen. Wenn sie dann ein Asyl bekommen, das heißt, wenn sie einen Konventionsstatus bekommen oder subsidiär schutzberechtigt sind, dann müssen sie aus diesem Grundversorgungsquartier rausziehen und in eine ganz normale Wohnung, die der Markt eben bietet, einziehen. Dann sind sie auch gleichgestellt den anderen Bürgern bei uns in Vorarlberg und dann geht es ihnen genau gleich wie allen anderen auch, dass sie sich eine Wohnung suchen müssen, dass der Wohnungsmarkt natürlich sehr angespannt ist. Und da gibt es dann keinen Unterschied mehr zwischen Flüchtling und Nichtflüchtling. Das heißt, die Flüchtlingshilfe stellt Unterkünfte für jene, die noch im Asylverfahren sind, sprich der ersten paar Jahre.